Hey, ihr kleinen Blutsauger, willkommen zurück zu Vampyr. Es freut mich, dass ihr auf das Video geklickt habt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen und vielen Dank schon mal, falls ihr eure kleinen gierigen Clown letztes Mal schon in den Like-Button gehämmert habt. Oder auch in die Kommentare. Wenn ihr da ein bisschen was rumzufleischt habt, ist das voll in Ordnung. Und Shiro, vielen Dank an den Shiro. Ihr seht gerade vielleicht oben links mein Level. Ich bin Level 1, aber das ist auch nicht verwunderlich. Leute, ich habe gedacht, ich pack's nicht. Ich habe schon gedacht, wollt ihr mich rollen jetzt oder was? Ich spiele das Spiel jetzt wie lange schon? Wie viele Parts habe ich jetzt? Bah! Und ich habe nicht gemerkt, dass man hier mit diesem Zurücksetzen komplett einfach mal alle Punkte zurücksetzen kann. Ich meine, wo gibt's denn sowas in welchem Spiel? Ja, ich habe immer gedacht, das wäre jetzt nur für die Session. Wenn wir Punkte verteilen, dann können wir machen Zurücksetzen, falls es uns doch nicht gefällt. Und halt eben nochmal. Und wenn wir dann pennen, ist halt alles wieder fest. Aber nein, man kann echt alles rückgängig machen. Hier oben seht ihr, es ist so... Oh, ich find's... Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich find's einfach nur krass. Und weil ich halt so festgefahren bin in diesem Rollenspiel-Korsett, habe ich mir gedacht, so, ja, ne? Ist schon so, wie du denkst. Und dann war's doch nicht so. Wow, ich bin total erstaunt. Ja gut. Jetzt werde ich einfach mal die Sachen weglassen, die ich sowieso nicht skillen wollte und andere mal machen, die ich probieren wollte. Oh, hoppala. Bin so ungeduldig. Okay. Ich würde aber sagen, ich bleibe so auf den Standarddingern. Ich werde, ja, Gerinnung noch nehmen zum Stunnen. Die Clown habt ihr ja gesagt, das wäre so der beste Endgame-Damage-Zauber hier zum Beispiel. Meine Abklingzeit 2 Sekunden, das ist schon, oder 0,5 ist schon heftig. Dann bekomme ich halt immer Blut zurück, aber ich glaube, ich gehe lieber auf Schaden und Schock. Fällt mir dann wohl besser, die 2 Sekunden kann ich jetzt ja wohl auch abwarten dann. Und ich werde eine andere Ulti nehmen. Ja. Ja, hiervon nehme ich nichts, der Sprung ist auch nicht so toll, wie ich mir vorgestellt habe, leider. Schutzschild, wir haben auch schon ein Schutzschild, also bitte. In der oberkrasse Ficker-Vampir, ja, ich mach sie alle fertig. Hoffe ich. Weil ich habe letztes Mal ganz schön aufs Maul bekommen, ihr habt es gesehen. Diese ekelhaften Skalfrauen, die sind so heftig. Die hauen mich einmal und das war's. Das Schöne ist, hier ist man ja nicht wirklich auf Rüstung angewiesen, beziehungsweise kann sich in die reinfläzen und dann da rumschlupfern. Nee. Ich glaube, die Blutkapazität, das ist übrigens Quatsch, meine ich, oder? Genauso die Blutaufnahme im Kampf. Nee, die ist gut, aber die Regeneration lasse ich mal weg. Wenn ich jemanden weise, dass ich dann Leben regeneriere im Kampf. Weil das passt ja eigentlich schon, ne? Ich glaube, das reicht auch. Mir geht es ja dabei nur um den Schaden und dass ich wieder Blut bekomme, um noch mehr Schaden zu machen, versteht ihr? Oh, geil. So, jetzt kann ich auch hier mal den Blutkessel... Hörnchen, probiere ich mal aus. Und Premiere im Spiel, Leute. Ich mache das erste Mal die Heilung auf Level 2. Ich habe die ganze Zeit mit Level 1 geheilt, falls ihr es gemerkt habt. So, du tauschst die zusätzliche sofortige Heilung gegen eine bessere Regeneration. So, ja. Schweres Wort. Du gibst mehr Blut, um dich sofort zu heilen und zusätzlich deine Gesundheitsregeneration zu erhöhen. Sehe ich jetzt nicht so ganz. Also das hier hat 3 Sekunden Cooldown, das hat 2. Das heißt, ja gut, die Regeneration wird halt noch ein bisschen erhöht. Leider steht nicht dabei, wie viel, oder? Ja doch, da 200 Heilung, 100 Heilung und hier... Ja. Dann alles sofortige Heilung. Also ich lasse das jetzt erstmal so krallen. Die werden aber auch schon sehr schnell sehr teuer, diese Zauber. Kann man überhaupt Zauber sagen? Ist das korrekt? Ich weiß nicht. Hört sich irgendwie seltsam an in dem Zusammenhang. Oh, wie gut es ist, Leute. Sonst hätte ich da schon viel früher mal rumprobiert. Ich habe jetzt gedacht, so, ja, ne? Pech gehabt. Jetzt hast du geskillt und fertig aus. Nee. Offensichtlich ja nicht. Oh, geil. Nee, wie gesagt, schnelle Regeneration. Ich werde... Oh, ich brauche dringend mehr Lebensenergie, Leute. Dringend. Blutkapazität ist mir ehrlich gesagt total wurscht. Aber ich habe Durst. Da muss einfach mehr Blut mit. Mehr Blut, wenn ich trinke. Oh, perfekt. Und wir haben wieder Level 20.
Level 20, ja. Küsst die Hand, Level 20. So, die folgende Nacht. Wenn jetzt jemand krank wird, ihr Pestplagen, ich hau euch über den... Ah, da kenne ich noch nicht mal die Hälfte. Hoppala, ich wollte ja an... Ah, egal. Sehr schön. Mein Bezirk ist gesund. Ich meine, ich kümmere mich ja aufopferungsvoll. Die sollten mich... Vater Teresa nennen. Guck mal, ist immer noch gereinigt. Was? Nicht ernsthaft. Was? Warum seid ihr schon wieder alle krank? Der war gesund. Ich meine gereinigt. Und jetzt ist er gesund nur. Das ist nicht dasselbe. Das ist viel schlechter. Finde Luise Tesdale. Was war das denn? Eine streitlustige junge Frau aus irgendeiner Zelle in der Kanalisation ruft... was? Hä? Ruft aus... Was denn zum Hilfe? Wie habe ich das dann... Wo habe ich das denn vernommen, sag mal? Okay, Kanalisation. Was? Unterschlupf? Ah, das ist der wohl. Das Testament ist aber auch hier in der Gegend. Ja, in der Gegend ist gut, ne? So, wie es gehört jetzt für ein neues... Wie ein frisch geschlüpftes Kind der Nacht. Werde ich erstmal meine Skills dann ausprobieren. Das wollte ich jetzt nochmal heilen. Das ist... Alles klar, ich glaube, das kann ich so lassen. Ich hatte das vorher auch auf dem L1-Button, oder? Ich merke mir das mit RB und RT sowieso nie, Leute. Vergesst es. Oha. Oh. Oh, komm ich in meine Butze rein. Meine neue Butze. Ich dachte, da wäre noch einer, das war nur mein Spiegelbild. Hahaha. Ha, ha. Mhm. Den Ladies lege ich mich sehr, sehr ungern an. Ich gehe einfach mal vorne rum jetzt. Upsi. Boah, das ist aber ein riesiger Blutflecken da. Oh, die Pfütze. Was bist du für ein Kasper? Ach so. Übrigens, die... Ich habe noch einen Kommentar irgendwo gelesen, oder war es PN, ich weiß gar nicht mehr. Die Sense soll die beste Waffe eigentlich so mit sein, weil die macht mehr Schaden. Also was ist die beste? Zumindest für meine Verhältnisse, was ich da gerne spielen würde, denke ich mal. Weil die ist zweihändig und stärker als die gute Stachelkeule, wenn sie ausgebaut ist, meine ich. Und sie kann parieren. Das kann nämlich die hervorragende Keule leider nicht. So, danke Keule. In die Ecke setzen 6, ja? Gut. Nee, finde ich schade, weil parieren ist eigentlich... Ein sehr cooles Ding. Ey. Der boshafte Skal, ich werde ein paar Sachen mal die ausprobieren. Oh, das war die Kralle. Er ist geplatzt. Er ist geplatzt. Wow, und sie auch. Die platzen irgendwie gerne hier, kann das sein. Jetzt triff ihn nochmal. Bewusst machen, die wissen halt gar nicht, was sie für Kräfte besitzen meistens, weil es einfach nur wie wilde Tiere sind, die Jungs. Ah. Ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass hier irgendwo das Testament, oder vielleicht doch? Ja, nee. Ja, nicht so, ne?
Hört ihr das? Überall glänzt hier irgendwas. Manchmal ist es ganz schlimm. Habe ich wie so ein Glänz-Overlay auf meiner Netzhaut. Könnt ihr euch das vorstellen? Es glänzt halt irgendwie alles so ein bisschen. Oh nein. Das ist jetzt so ein Econ, ja? So ein fieser. So, ja, okay, es ist einer von denen. No bleeding. Was ist er? Da gehört dein Blut auch ein bisschen. Aha. Kann ich das eigentlich auch diese Schatten? Warte mal. Ich will das jetzt mal wissen. Kann ich auch diese Schatten beschwören? Das sehe ich jetzt hier gar nicht. Wahrscheinlich nur, wenn ich raste. Schade. Das habe ich schon öfter gesehen. Auch diese... Wo kurz? Also der... Ne? Ihr wisst schon. Der Typ da, wie hieß er noch? Fengal. Seht ihr was dazu vielleicht? Nee, ne? Ist doch egal. Oha. Ja, er blutet wie ein Schweinchen, du. Wie ein Schweinchen. Huch, Geld. Guten alle wie Schweinchen ist da. Das kannst du nicht sein. Wo ist denn dieses Testament, Mensch? Menschenskinder. Ich habe keinen Plan. Vielleicht sollte ich erstmal runter dieses... War das hier vielleicht? Wo ist denn hier der Abstieg? Geh da. Oh, hier geht's doch auch noch runter. Ich verstehe es nicht. Ja, Quarantäne mal wieder. Gut. Ja, durch die Kanalisation kommt man immer an ganz verschiedene Orte. Vielleicht ist das hier einer dieser Wege, die nicht so ganz offensichtlich sind, ja? Na gut, das Testament, da will ich mir jetzt mal nicht so den Kopf drüber zerbrechen. Ascalon Club, Leute. Ascalon Club, den wollt ihr die ganze Zeit wahrscheinlich schon sehen, oder? Ihr seid so ein bisschen wild wie ich. Alle schon die Zähne gewetzt, den Umhang gebügelt. Ja? Die Haare geschmalzt. Schön zum Popo-Scheitel. Gehört sich ja so. Ja. Und dann geht's ab in den Ascalon Club. Club. Ich würde gerne mal wissen, ob es wirklich so ein alter Ritter ist, der gute Herr Lord Redgrave. Also gut wird er gar nicht sein. Er sieht wieder sehr, sehr einladend aus. Ich freue mich direkt wieder hier zu sein. I can't believe I'm doing this. Macht dich so lecker. Stell dich nicht mal so an. Langsam so in die Richtung. Oh, wirklich, ja. Komm ich. Ja, ich sag doch, wäre ich jetzt oberirdisch gegangen, ich hätte es wahrscheinlich nie gefunden. Das war jetzt echt Glück, dass ich den Weg gefunden habe hier unten. It's locked. Ah. Der. Oh Leute, wenn das jetzt mal nicht einen Kampf gibt, das sieht schon so aus, ne? I will crush you. Leon Augustin. Was denn? Haha, platzt. Oha. Nicht, dass der auch so einen Scheiß kann wie die anderen. In Schattenbildern und so weiter. Your blood is now mine! Was? Oh nein, der macht's natürlich! Ja, einer reicht ja nicht, muss man gleich drei, ne? Show me your power, you
Jenny Agathe Bauer. Oh, scheiße. Oh, oh, oh. Hey, gib du mal deins lieber. Ich hatte die Wohlfahrt. Schaden, seht ihr das? Zuzuhauen. Die, Newborn! Shit. Jetzt bitte, sag ich. Alter Schwede, was war das für ein Kampf? Meine Fresse. Und es war nicht mal Kanon oder was? Also ich weiß nicht, das war jetzt vielleicht schon wegen der Frau, aber... Welches ist es denn jetzt? Vorzeitliche Figur? War es das? Nee. Leute, ich weiß nicht mehr. Ich habe gerade Puls, ja? Lasst mich. Die Gewalt der Wukotz. Wukotz. Ja, das passt. Die Gewalt der Wulkots. Lasst euch niemals von der Größe eines Wulkots täuschen. Diese kräftigen Bastarde sind so flink wie jeder andere Blutsauger, können aber auch genauso ausgeschaltet werden wie sie. Nagelt ihre verrottenden Kadaver auf den Boden fest, bevor ihr sie enthauptet. Merkt euch, am wichtigsten ist es, sich vorzubereiten und die Schwächen eures Feindes zu kennen. Das Problem ist nur, Wulkots haben natürlich keine Schwächen.
Ja, sie sind stark, schnell, wachsam und tödlich. Sie sind Tötungsmaschinen mit nur einem Ziel. Sie wollen euch mit ihren riesigen Klauen an den Hals. Wenn einer von euch Kernen also das Pech hat, jemals einem Vulkotz zu begegnen, merkt euch das. Weicht aus und macht es wütend. Verletzt es, beschimpft es und macht es fuchsteufelswild. Das Hirn des Vulkotz schaltet sich aus und es wird, wenn es genug gepiesackt wird. Sie denken nicht mehr nach und greifen nur noch blind an. Ihr könnt nur gewinnen, wenn ihr so einen taktischen Vorteil gegen das dumme Biest erlangt. Nutzt diesen Vorteil. Aus Kennt eure Feinde von Karl Eldritch, Anführer der Wachen von Priven. Naja, ich kann jetzt nicht gerade taunten, aber danke für den Tipp. Aber jetzt ein bisschen spät. Oh nein, ich habe noch was bekommen. Ich habe es aber leider nicht gemerkt, weil ich bin echt so ein bisschen im Siegestaumel gewesen. Aber nicht jetzt der Pflock. Den bekommen, sag mal. Ach hier, dickflüssige, belebende Blutprobe. Sehr geil. Denke ich zumindest, dass es die war. Ich drück mich schon wieder. Ah. Yeah. Mal ganz kurz umsehen. Was haben die für ein Problem mit mir? Ich meine, ich will mich doch vorstellig machen bei, ne, Ascalon Club. Ich bin eine Bedrohung oder vielleicht sogar jemand, der die Herrschaft streitig machen könnte. Ja, also jetzt wird es gerade ein bisschen wir hier mit den Wegen. Und vielleicht auch nicht. Soll ich da hoch oder? It's locked, all right. Na klar. All right. Ah, das hebt. What? Ich bin im Wasserstand, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen will. Ich weiß überhaupt nicht mal, wo ich hin will, genau. Die Frau retten, ja. Nicht vergessen, mich nachher nach einem Schritt zu pudern, wenn ich in den Ascalon Club gehe. Macht man da, so habe ich gehört. Wenn ich jetzt wieder auf dem Weg nach draußen bin. Hallo, verschmutzter Brief. Oh, ich heiße Robert Teasdale. Ach ja, soll ich ja finden, die Frau. Oder? Wer immer diese Nachricht finden mag, bitte versuchen Sie mir zu helfen, meine Tochter Louise. Ja, versuchen Sie mir zu helfen. Genau, Louise soll ich finden, Louise Teasdale. Meine Tochter ist vor... Louise ist vor wenigen Wochen verschwunden. Zuletzt wurde sie in einer Bar in der Gegend gesehen. Nicht in jener, in der sie als Kellnerin arbeitet, sondern in einer anderen. The Dancing Trout. Zwei Zeugen sahen sie diesen Ort in einem mit einem eleganten Unbekannten verlassen. Vielleicht einem Ausländer. Es gibt viele Gerüchte über Männer und Frauen, die in der Gegend verschwinden. Ich bin überzeugt, dass meine Louise entführt wurde und irgendwo in der Nähe gefangen gehalten wird. Ich weiß, dass die Polizei nicht helfen wird, da sie bereits wichtigere Dinge zu tun hat. Deshalb suche ich selbst nach meiner Louise. Ja, armer Kerl. Wenn Sie diesen Brief finden, konnte ich sie nicht retten. Meine Louise ist ein gutes Mädchen und verdient es nicht, so zu sterben. Sie ist von mittlerer Größe, hat dunkles Haar und eine Narbe auf der rechten Wange. Bitte suchen Sie nach ihr und bringen Sie sie... Was, bringen Sie es für mich zu Ende? Louise's father was determined to find and save her. Okay, das ist fies. Bringen Sie es zu Ende? Rechnet er etwa auch mit dem Schlimmsten vielleicht? Wie kommt die mir bekannt vor? So. Alles klar, jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen, das ist ja auch was. Gibt's hier nicht so ein paar leckere Rattchen, die ich so aufschmamschen kann? Oh, nochmal, Bosskampf. Dafür gab es echt wenig Blut, guck mal, 1300 gerade mal. Also Erfahrungspunkte.
kann man das gleichsetzen, gute Erfahrungspunkte, weil dann hätte ich ihn vielleicht ein bisschen annuckeln sollen. Hat er ja nicht gemacht, er hat ihn nicht ausgesaugt. Na? Warte. Was? Was mit dem Spiel vielleicht gerade faul, weil ich habe nichts bekommen. Das ist unüblich, wenn man was aufmachen kann, ist immer was drin. Otter. Oh. Ja, das wollte ich nicht. Na toll. Ich schätze mal in der richtigen Reihenfolge, ha? Huh? Ja. Ah. Ich krieg sogar noch einen Jingle dafür. Was für eine Odyssee, das ist die Frau zu retten, oder? Also generell war es immer so, dass man irgendwo in die Kanalisation geht, da schreit einer, dann tötet man ein paar und dann war es das. Oh. Hallöchen. Oh. Ey. Oh, bleib bloß weg von mir. Schwein. Oh nein, 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 bitte nicht. Nicht anlocken, die Jungs. Das ist aber scheiße, wenn es viele sind. Oh, der trifft mich jetzt, glaube ich. Ich will nicht getroffen werden von dir, Schwein. Nicht nachgeladen. Oh nein. Okay, das ist auch gerade eine richtig dumme Idee, was ich da mache. Das ist schon voll das ganze Beispiel hier. Au! Schwein. Das macht halt einfach am meisten Schaden und ich habe auch keinen Schwein. Wieder.
Ich hasse euch. Komm schon. Jetzt bin ich dran. Flitschen! Auf jetzt! Was der macht der? Ja, ist klar. Was sind das hier für Kämpfe auf einmal? Hat Spaß gemacht. Habe ich irgendwie so den Eindruck, die wollen uns foppen halt. Ging es halt nirgendwo weiter, oder? Bin ich denn ernst? Das ist echt nur für den Hinterhalt. Glaube ich jetzt irgendwie nicht. Das gibt's doch gar nicht. Irgendwo muss die Frau sein, aber ich sehe keinen Weg oder bin ich bescheuert? Oh. Vielleicht ist da eine riesig fette Blutspur, die runter die Treppe führt und. Naja, gut, das Wasser. Luft sah mein Papierblick. Gibt es auch Sinn? Oha. Ob sie noch lebt, wer weiß. Kann ich mir nicht vorstellen, oder? Muss sie entweder riesen Glück gehabt haben. Oh ja, sie haben jemand anderen aufgeschlitzt. This is despicable. Aber wo denn? Eine Axt, eine gewöhnliche Axt. Wow. Hier geht's auch nicht weiter, oder? Never
ob ich dich befreie, gute Frau. Nein. Boah, was für Kämpfe. Na gut, also nochmal, der Fairness halber, diese 10 Level über mir, ja? Aber trotzdem, wow. Naja, habe ich davon, würde ich sagen, ich saug keinen aus, ne? Oh mein Gott. Also wenn das so weitergeht mit den Kämpfen hier unten, dann wird Askel auch noch ein bisschen warten müssen, obwohl ich jetzt gesagt habe, ich mache das diesen Part definitiv. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, und dann natürlich noch die Ladescreens, ne? Mein alter Freund, der Ladescreen. Oh, jetzt geht's. Aber vielleicht auch nicht unbedingt der beste Moment, um umzuskillen und was Neues auszuprobieren. Jetzt alles schon geplündert, was ich mir da geholt habe. Ja, okay. Die Rattchen. Wo sind die Rattchen? Da geht's ja auch noch lang. Nein! Nein, 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 nein! Ich wollte... Oh Gott, jetzt schon wieder Ladescreen. Ich wollte auch noch nicht raus. Ja, es ist aber auch immer furchtbar. Das ist... Ich verstehe es aber auch nicht. Das Spiel ist, ja gut, es ist eine Open World und es lädt generell eigentlich gar nicht, wenn man sich in einem Areal befindet. Man kann einmal vom East End bis zum West End, ohne dass es irgendwas lädt. Aber wenn du mal eine Tür durchquerst oder irgendwie ein Tor, das in eine Kanalisation führt oder wieder raus, dann ist aber Sabbat im Arsch, du. Weiß auch nicht. Nein, ich kann es auch nicht rausschneiden, leider. Ich bin immer ein bisschen unter Zeitdruck, wenn ich hier Dinge aufnehme. Meistens kommt es dann nämlich am selben Tag, in dem ihr das jetzt seht, habe ich es aufgenommen, meine ich. Und dann kann ich das leider nicht nochmal rendern, 5-6 Stunden lang. Das geht nicht. Ja, und sonst so. Machen die Zähnchen. Auch schön spitz, ja. Ja, ist gut. Immer schön spitz halten, wisst ihr Bescheid. Ist doch schon ein bisschen grotesk jetzt langsam. Na, hol euch mal was zu trinken, ne? Könnt ihr auch Video ein bisschen vorskippen. Ist nicht keiner böse. Oh, jetzt hat sie es mal entschieden. Jetzt rausgekommen. Oha. Das ist vielleicht noch ein unbekannter NPC, aber wenn ich da nicht nochmal... Ausgehe hier auf jeden Fall. Ach so, habt ihr gedacht, da kommt nicht nochmal ein Ladescreen? Ja, doch. Der dauert jetzt wahrscheinlich genauso lang wie eben der. Weil es so schön ist. Ja, ich wünsche mir nur gerade so ein bisschen, ich hätte die Sensor oder sowas upgradet, dass ich kontern könnte. Roter Kinte. Ah, das ist auch echt ein bisschen abartig, was die einem hier reindrücken mit so einem Schlag. Da bin ich ja fast schon tot. Und ich habe jetzt wirklich, wirklich einiges in eine Lebensenergie gesteckt, weil sonst kann man ja nichts machen. Man kann sich nur so ein bisschen als Meat Shield verkleiden. Einfach so ein bisschen Blut reinpumpen und gut ist. Na? Nee, leider nicht. Ja. Liebes Spiel, ich habe glaube ich jetzt kein Blut mehr. Ich müsste nochmal... Habe ich noch Blutfiolen dabei, die ich mir jetzt im Kampf noch schnell reinpetzen kann? Weil ohne Blut wird das jetzt glaube ich wieder ein bisschen ekelhaft.
Weil kein Blut, keine Heilung. Beziehungsweise habe ich, glaube ich, noch Fiolen gemacht? Weiß ich nicht. Oder vielleicht... Ja. Das starkes Regenerationsjahr. Ja, es ist halt zu stark, ne? Das bringt nichts. Macht keinen Sinn. Oh, warte. Gerade die sind immer noch nicht da, ne? Ich höre sie aber ganz deutlich. Bisschen Blut müsste ich halt schon tanken, sonst... Na, glaube ich, das muss einfach mal... Geht's halt wieder aufs Maul. Gegen den habe ich jetzt keine Chance gerade. Warte.
Action it! Yeah! 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 Disgusting asshole! Vampire! I'll never be alright! How long are you gonna keep me locked in here? How long are you gonna keep me locked in? Oh Gott. In die Wand geprügeltes Schwein. Meine Fresse, Leute, was für ein Kampf ist das schon wieder gewesen? Wederer Brat. Mein Gott. Kürzlich geführtes Tagebuch. 13. Oktober 1918. Ich habe eine strapaziöse Reise aus Manchester hinter mir und bin gerade in London angekommen. Die Stadt wirkt ruhig, wirkt traurig und verzweifelt. Hier wird es nicht schwer, eine Frau zu finden, die dem Tod entrinnen will. Ich kann es gar nicht erwarten, meine Nachforschung zu beginnen. Schon bald bin ich keine Jungfrau mehr. 15. Oktober 1918. Die Zelle ist vorbereitet. Jetzt muss ich nur noch die richtige Kandidatin finden und sie hineinschaffen. Es wird eine schöne und einfühlsame Frau mit sonnigem Gemüt sein. Ich habe meine Überzeugungskünste bereits an einigen Frauen ausprobiert und sie haben gewirkt. Jedenfalls meistens. Aber meine zukünftige Braut soll nicht unterwürfig sein. Ich werde meine Macht nur einsetzen, um sie herzubringen. Dann werde ich ihr mein Vorhaben erklären und sie einwilligen lassen. Das ist wichtig. Meine Lady soll aus eigenem Willen meine Frau für die Ewigkeit werden. 17. Oktober. Ich glaube, ich habe die perfekte Partnerin gefunden. Ihr Name ist Louise. Sie ist Kellnerin in einem Wirtshaus und ziemlich bezaubernd. Ich liebe es, wie sie in dieser Bar die Drinks serviert. Unverwüstlich und stolz. Ich bin sicher, sie wird mein Angebot annehmen. Sobald das Vampirblut ihre Metamorphose herbeigeführt hat, wird ihr Gesicht verheilen und ihre Narben werden verschwinden. Dann wird sie die makellose Schönheit sein, die momentan nur ich sehe. 18. Oktober. Ich verstehe es nicht. Louise weigert sich meinem Angebot. Warum nur? Ich habe ihr versprochen, dass ich sie nie zu etwas zwingen würde. Vielleicht lasse ich sie etwas hungern. Dann wird sie verstehen, dass ich ihre einzige Wahl bin. Wow. Ja, ich will sie nicht zwingen, aber dann werde ich sie erstmal hungern lassen, bis sie ja, alles macht, was ich will. Schön, ich meine, wenn er sie hier runterführt, natürlich ist sie ihm da sofort verfallen. Den ganzen Ranz und Schmand hier. Miss Teasdale, are you all right? How do you know my name? Who are you? My name is Dr. Reed. I managed to track you down thanks to your father. So my father really was looking after me. This man, this vampire told me my father was dead. Is it true? I'm afraid so, miss. I'm so sorry for your loss. But you are free to go, as your abductor is no more. I suppose my jailer also killed my father, didn't he? Thankfully, he did not search your father's corpse, where I found his notes describing where he might find you. You should read them. I must find my father's body. He deserves a proper burial. Goodbye, Miss Teasdale. And be careful. Until we meet again. No, die nimmt's aber mit Fassung. You should return to a safer place, Miss Teasdale. What's more, I'm not sure you should see your father in his condition. He was savagely disfigured. Thank you for your sympathy, Doctor. But I recently learned to stare horror in the face. Yeah. Goodbye, Miss Teasdale. And be careful. Until we meet again. Ich kann dir leider keine Medizin geben. Wahrscheinlich muss er dafür erst in der Stadt sein. Guck ich das mal an hier. Ekelhaft, der Typ. Ja, vielleicht war er doch keine Jungfrau mehr, zumindest was nicht unbedingt lebendige Wesen angeht. Ach, ekelhafter Kerl. So, noch
nochmal ein ewig langer Ladescreen. Freut ihr euch? Ja! Jetzt sind wir dabei. Ja gut, Ascalon Club. Dann halt nächstes Mal. Aber ich fand's auch ziemlich spannend. Also die Kämpfe, uiuiui. Die hatten es ja ganz schön in sich, du. Ich will aber noch ein bisschen warten, ehrlich gesagt. Ja, ich weiß, Bruga saugt doch mal jemanden. Ja, mal, ja. Aber ich will jetzt nicht alles überstürzen, weil... Wer weiß, wie lange das noch geht. Und wenn ich jetzt anfange, Leute auszusaugen und dann auf einmal sind die ganzen Viertel in Chaos und alle sterben, das wäre auch wieder total scheiße. Das will ich nicht. Ich glaube, ich werde nochmal umskillen übrigens. Ich werde die Kralle wieder wegmachen, denke ich. Oder? Ja, ich weiß nicht, die ist ziemlich schnell, aber die ist auch ein bisschen unnötig. Also jetzt zumindest für mein Empfinden. Und lieber ein bisschen mehr in Stun legen oder ein bisschen mehr... Ja, weiß ich nicht. Heilung vielleicht, ja. Heilung wäre vielleicht auch nicht gar nicht so schlecht. Oh, ich weiß es nicht. Ich habe noch nicht so das Richtige gefunden. Und gerade jetzt, wo ich umskillen kann wieder, ich werde erstmal ein bisschen rumprobieren, Leute. Wahrscheinlich jetzt so Offcam ein bisschen testen, was läuft, wie geht's ganz gut, wie kann ich gut kämpfen. Wenn ich so drüber nachdenke, der Schatten auf dem Boden da, dieser Fleck, der war auch ganz cool, aber leider hat der halt echt oft nicht getroffen. Wirklich, wirklich oft ist das daneben gegangen. Wo bin ich denn jetzt? Ach ja. Teilt sich aber ein bisschen weiter auf, kann das sein? Ah, sehr schön. Ah, siehst du mal, jetzt komme ich hier in den Bezirk. Oh, super. Das ist so super. Ach, die Temple Church. Ja klar, dass sich an der Kirche auch so ein paar aufhalten. Gentlemen, seid ihr Zwillinge? Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. Do you need my help? Yes, please. Would you be kind enough to tell me what the time is? That's all you need to know. Well, is it not important to know? As important as where you are? Or who you are? I suppose you're right. And who are you then, sir? I am Agamemnon Baker. Like my brother, I think we need to leave this city immediately. And my brother and I rarely agree on anything. Agamemnon? Was ist das für ein Name? Sag mal. May I ask why you've not gone already, if you're so exasperated by this long wait? I believe fear is holding us back. My brother would have said it's laziness, but it's just because he's prouder than I am. Goodbye for now, Mr. Baker. Ich gehe nochmal zu denen zurück, keine Sorge, aber ich will erstmal so ein bisschen rundum schlagen machen. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. Can I be of assistance? Dr. Reed? Dr. Reed? Is there anything wrong? No, it's just... Your name sounds familiar, and your face. Have we met before? I think I would remember. So I suppose the answer is no. That's odd. I'm certain I've already heard of you. My name is Pericles Baker. Does that mean anything to you? I'm afraid not, sir. But it's a pleasure to meet you anyway. The pleasure is mine, I guess. I only wish I could remember when it was that we met. Agamemnon and Pericles, was für Namen? Goodbye, Mr. Baker. Believe I'm doing this. Ich schon, ist gar nicht so wild. Und direkt mal neuen Unterstoff noch mit abgecached. Wir könnten echt in die Immobilien gehen, so langsam. Mit Jonathan, oder? Boah, ich wollte die Uhr oder so. Ist egal. Ist egal. Setz dich aufs Bett, ich habe mich nicht mal zum Bett hingedreht. Kerl. Also so sieht es ja eigentlich doch ganz manierlich aus hier, finde ich, oder? Ich wollte mich gerne noch wissen, was ich für eine Blutprobe hier bekomme. Ah, oh, natürlich Ausdauer. Boah. Ja gut, dass ich das nie nutze, irgendwie, diesen Trank.
Ja, die Uhr hat auch noch geblinkt, aber ist hier noch was? Nein. Ah, ich glaube, die Uhr, die blinkt einfach so. Mit dem Licht. Ah, nett, das verbindet das irgendwie. I cannot enter. Da sieht man mal, das ist alles irgendwie recht dicht beieinander. Ich weiß nicht, obwohl es immer so den Eindruck macht, als wäre es doch ein bisschen weitläufiger, das ganze Gelände hier. Ist man doch immer recht schnell wieder in der zivilisierten, also in den zivilisierten Teilen der Welt hier. Also London meine ich. Ist, was ich meine. Ja, nur jetzt halt ich einmal im Kreis. Ja, wirklich, einmal im Kreis. Das sind die beiden wieder. Alles klar, das sind nur die drei hier. Also der Agamemnon, Perikles und der Unbekannte mit dem Hut und... ist irgendwo da unten dieser Inder. Ich denke zumindest mal, dass es ein Inder ist. Würde ich jetzt mal eher sprechen. Ich glaube, der ist vielleicht sowas wie ein Händler, ha? Wow. Wow. Das sind... sind das Fallen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wirkt das nicht ganz geheuer. Trying to tell us. Ich glaube erstmal einen Brief. Das Verbrechen des verlorenen Wissens. Vampire sind gefährlich, tödlich, manchmal bösartig. Das ist eine Tatsache und ich werde sie nicht abstreiten. Doch dies ist genau der Grund, weshalb wir begreifen müssen, was sie sind und manchmal wer sie sind, um ein besseres gegenseitiges Verständnis zu erlangen. Erinnern Sie sich an das Gespräch mit Titus Flavius Josephus, das von einem der unsrigen 1548 geführt wurde, als er schlussendlich die Kreatur in Spanien traf. Erinnern Sie sich, wie die vorsichtig gewählten Worte dieses Vampirs unsere Herzen stets erwärmten, wenn wir sie lasen? Denn sie sind... was? Denn sie sind besondere Fenster zu einer Vergangenheit, von der wir sonst nur flüchtige Blicke erhaschen. Titus Flavius Josephus gibt es nicht mehr, seit ihn die Jäger des Vatikans vor einigen Wochen vernichtet haben. Mit ihm verschwanden auch die freigelegten Schätze seines Wissens über die Säulen unserer Zivilisation. Dies ist ein Verbrechen, so herzzerreißend wie der Mord eines Unschuldigen durch einen Vampir. Darum ist der Weg, den die Wachen von Priven eingeschlagen haben, so verwerflich wie er wertlos ist. Wenn sie eine ihrer methodischen Jagden auf die alten Vampire Englands veranstalten, anstatt sich ihnen vorsichtig und respektvoll anzunähern, zerstören sie einen Teil unserer gemeinsamen Wurzeln mit den Unsterblichen. Sie ersticken eine Gelegenheit im Keim. Die Idee einer großen Jagd ist ein Verbrechen, weil sie blindlings Worte und Gedanken tötet. Aus dem Brunnen des Wassers, des Wissens trinken. Von Usher Talltree, Primas von St. Paulus. Ja, schön, dass es da auch noch so eine Sichtweise zu gibt, weil nicht jeder Vampir ist gleich ein eiskalter Mörder, oder? Oder doch? Naja, Leute, ich mach mal Schluss hier. Danke fürs Zusehen. Wäre richtig cool, wenn ihr einen Like auf die Folge gebt. Und nächstes Mal geht's dann hoffentlich bald zum Ascalon Club. Danke, tschüss.